So, und da sind wir wieder bei einer neuen und weiteren Folge von Far Cry 3. Immer noch auf der Suche nach ein paar Relikten. Und da ist ein Tigerchen. Ich hoffe einfach, dass der mich nicht sieht, weil ich will den Tiger nicht töten. Tiger ist ein majestätisches Tier und so. Okay, ich glaube, ich habe da keine andere Wahl. Ja, weil ich kann den Tiger. Ich kann ihn zwar looten, aber was bringt's mir? Deswegen wollte ich ihn eigentlich auch nicht töten. Ich will das Tier nicht töten, wenn es nicht sein muss. In dem Fall musste es sein, weil er mich halt angreifen wollte, beziehungsweise angegriffen hat. Wow, jetzt muss ich da einmal aus dem Rum oder was? Könnt ihr nicht euren Scheißzaun woanders hinsetzen? Ich will hier doch nur eure Relikt klauen. Ich frag mich. Weißt du, er kann. Der hat richtig schnell Inventar voll. Aber Relikte, die kann er alle mitschleppen. Ich meine, ist ja logisch, so ein Relikt. Ich kenne nicht viel. Ach ja. Okay, wir sind hier und. Jo, Mann. Hier lang, darunter, darüber, darüber, darüber. Ich hoffe, ich habe sonst keins übersehen. Naja. Spätestens, wenn wir beim letzten sind und dann kein Achievement für kriegen, wissen wir, da fehlt noch Endlich eins. nach Hause. Weil dann ist es ja auch nicht das letzte, logischerweise. Ja, okay, ich muss wahrscheinlich die Passstraße da drüben nehmen. Oder ist ein Quad, komm. Ist ein Quad fahren. Und eine Kiste. So, mal ein bisschen Tempo in den Tag bringen. Ach, Straßen werden komplett überbewertet. Vielleicht doch nicht. Ja, boah. Vorsicht! Oh, Entschuldigung! Tut mir leid. Ach du Scheiße! Soll denn das? Nur weil ich den Kumpel aus Versehen übergefahren habe. Wir müssen die Leute immer gleich schießen, weißt du, anstatt einfach die Konversation zu suchen. Nein, er muss aus 3 Meter Entfernung mir volle Kanne ins Gesicht schießen. Aber hey, wir sammeln wieder grüne Blätter, ne? Frage, wie weit ist denn das entfernt? Ja, okay, das ist, glaube ich, nicht in der Höhle. Das ist ja noch ein bisschen früh. So. Kann ich ja nichts dafür, wenn die Quads so scheiße fahren, ne? Das liegt nicht an mir. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das an mir liegen könnte. So. Also es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ist es richtig beschissen zu erreichen oder wenn ich oben bin. Oh, das ist ja in der Höhle. Es gibt nur diese 2 Optionen. Die Frage, wie komme ich da hoch? Gibt es hier einen Weg auf den Berg? Ja, gibt's. Was ist denn die Richtung? Ah, tatsächlich. Wir laufen einfach mal den Weg entlang. Wenn die Karte stimmt, sollte davon ein Kreuzen kommen. Ja, das sieht gut aus. Und dann rechts hoch. Ob du das als Weg bezeichnen kannst, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist jetzt ein Witz, dass es da oben weitergeht. Komm, komm, komm. Junge, oh. Könnt ihr nicht einfach eure Scheißstraßen gescheit bauen? Nicht so beschissen, dass man überhaupt nicht hochkommt. Na, 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 na. Ich frag mich, was es wohl zu essen gibt. Ja, frag ich mich auch. Komm. Sag mal. Wie komme ich da noch irgendwie anders hin? Hä? Hä?
Also, klar. So gucke ich nicht richtig. Richtig. Ja, ich muss da hoch. Ich kann da doch sicher hoch. Wow. Riecht wirklich gut hier. Riecht wirklich gut hier. Alter, ich bin gerade hochgeklettert und haben den meinen Arsch ins Gesicht gehalten. Die sagen, riecht wirklich gut hier. Ja, okay. Manches muss man, sollte man, will man nicht verstehen. Und das andere liegt. Was ist denn das? Ah, okay. Schon das Eck. Und die Frage, wie wir da runterkommen. So, hier ist eine Kreuzung. Dann gehe ich hier rum hoch. Moin. Scheiß Piraten. Scheiß Piratenpack. Ja. Und hier. Okay. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Das ist doch hier ums Eck. Ihr habt nicht rein, so viel hier oben eine Art Gleiter liegen, mit dem man entspannt runterfliegt. Weil sich das ja nicht anbieten würde bei so einem steilen Hang oder so. Ja, aber. Ja, ich glaube, das ist richtig dumm, da runter zu gehen. Dann gehe ich wohl oder übel lieber den Weg, bevor ich mir hier noch das Genick breche, wieder starten muss und dann komplett woanders bin. Ja. Aber hey, immerhin haben die hier eine super gute Naturleiter hingesetzt. Was es wohl zu essen gibt. Junge. Weißt du, die Deutschen reden über das Wetter, die reden über das Mittagessen oder über das Essen, weil es ist mitten in der Nacht. Was gibt's? Frühstück oder was? Lass mich raten, das ist nicht hier. Ja, natürlich ist es nicht hier. Wenn ich jetzt vorbeilaufe und der sagt, ich frage mich, was es wohl zu essen gibt, ne? Erst doch eh, ne? Von wegen drohter Tierart und so, aber genau genommen wurde ich ja gerade bedroht, also ja. Ja. Immer noch sehr hoch. Komm, wir sind duschen. Ah. Ganzen Dreck mal runterwaschen. Cool, ich werde überhaupt nicht nass. Dann lande ich am Wasser, ne? Ich meine, so schlimm kann es ja nicht sein. Das ist eine Unterwasserhöhle. Das sehe ich doch von hier. Könnte das unangenehm werden? Ja. Definitiv. Könnte. So, wo sind wir jetzt? Komplett woanders, ne? Das kann man aber unerwartet, dass ich jetzt komplett woanders bin. Wow. Ich will hier, ja, sag ich ja. Okay. Also, wir müssen hier zum See. Am besten laufen wir einfach hier hin. Dann am See entlang, dann da rein. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich jetzt irgendeinen Weg folge. Was, wenn ich Geld brauche, soll ich Sachen verkaufen? Ja, ist mir klar, aber ich brauche halt kein Geld. Warte mal, schon mal ins Inventar. Ja. Ich brauche unbedingt Geld. 9000. Über 9000. Wir sind genau an derselben Scheißstelle wie vorhin. Ah, dieses langsame Hangsliden. Das könnten. Oh, ne? Das. Äußerst effektiv, überraschenderweise. Ja. Ja. Einwandfrei.
hin, ne? Hoffen wir einfach, dass jetzt kein Krokodil ist, was ich so denken. Ich könnte mal. Ach so, Beuterucksack voll. Ja, nee. Beuterucksack voll. Dann stellen wir auch einfach mal einen Tiefseetaucher her. Und Medizin. So, sollte wieder ein bisschen Platz sein. Seh mich nicht. Tu es für deine Gesundheit und seh mich nicht. So, war das hier? Nein, ich muss hier hin. So, mal hoffen, dass kein Krokodil da ist. Aber bei meinem Krokodil ist es immer genau dann da, wenn ich nicht gescheit drauf achte. Also, war das da? Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Und die sieht auch nicht schlecht. So. 68. Ja, ist ein Hai. Ich weiß, ist ein Hai. Ja. Also es gibt insgesamt 120 Relikte. Mir fehlt jetzt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spinnen. 11, 12 Spinnen. 12 Spinnen. Haie sind es, glaube ich, am meisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, wenigsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, okay, Reiher sind die, wo am meisten fehlen. Aber was habe ich davon, wenn ich es weiß? Ja, ich glaube nichts. Gut, hier unten ist keins mehr. Hier oben ist keins. Ich schau mal nochmal sicherheitshalber. Hier drüben ist keins, da ist keins. Okay. Schon mal gut. Wir sind jetzt dort. Wir wollen dorthin, dorthin, dorthin. Ganz ehrlich, was soll's. Wieder eine Hütte. Ah, wir können mal Zeugs verkaufen, wenn möglich. Aber selbes Problem, wir haben halt nicht so viel zum Verkaufen. Wir haben gefühlt nur Blätter im Inventar. Kann ich irgendwas kaufen? Nahkampfwaffen haben wir. Einzigartige Waffen haben wir. Konsumartikel brauche ich nicht. Spezielles haben wir. LMG. Haben wir, habe ich noch nie verwendet. Scharfschützengewehr haben wir. Sturmgewehre haben wir. Wir haben, glaube ich, jede Waffe. Haben wir. PS haben wir auch. Oder was? Verfügbar, so. Faustwaffen haben wir auch. Aber warum sollte ich mir. Okay, Konsumartikel. Körperpanzer. Haben wir nicht. So. Karten. Hab ich. Ja. Gut. Auch so ein Grund, warum wir Beutekisten sammeln eigentlich dumm ist. Wir müssen den Inventar nur unnötig voll. Wir wollen hier hin, wenn möglich. Bisschen trocken hier, hä?
Okay, also wir hatten schon mal das Bedürfnis, da hochzugehen, und es hat damals nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum es jetzt funktionieren sollte, aber wir werden sehen, würde ich sagen. Rein theoretisch müsste es ja einen Weg geben, wie man da hochkommt, weil die Leute wollen ja vielleicht auch mal hoch. Vielleicht war ich einfach nur zu doof, irgendeine Treppe zu sehen. Auch wenn ich mit Sicherheit einmal mindestens außen rum gelaufen bin. Okay, da komme ich nicht hoch, da komme ich nicht hoch. Vielleicht hängt ja wieder was runter, wo ich dran hochklettern kann. Und das übersehe ich einfach. Das wäre immer wieder typisch. Hier, nee, auch nicht. Nächsten Weg. Wenn überhaupt, dann eigentlich hier. Wenn überhaupt. Aber dem ist halt nicht so. Ich verstehe es nicht. Warum sollte man sowas bauen, wo du nicht hochkommst? Das ist so dumm. Also, ohne Scheiß, das ist. Ja, dass der Weg kaputt ist, sehe ich ja, ne? Aber der kommt halt überhaupt nicht hier hoch, gefühlt. Gerade eben kam er sogar noch ein bisschen hoch, aber jetzt auch nicht mehr. Weil er zu dumm ist zum Springen. Wie wär's? Du nimmst einfach mal die Scheißwaffe aus, dann kletterst du hoch. Ich glaube, ich werde nachher mal kurz zwischen der Folge googeln, wie man da hochkommt. Weil, ich meine, wenn es da oben was gibt, muss man ja hochkommen. Vorerst muss ich mich halt mit den anderen Sachen begnügen. Hinterhalt, sprich mit dem Raketenanführer. Ja, machen wir irgendwann. Jetzt chill mal. Ein paar Relikte will ich noch sammeln, bevor wir das machen. Am besten alle. Wäre natürlich schön, weil da haben wir das erledigt. Ich wette, ich komme wieder oben an. Hey, ich brauche eine Höhle. Würde mich nicht wundern. Ah, vielleicht ist die Höhle auch einfach hier, ne? Das kann natürlich auch sein. Gut. Kommen wir noch weiter? Nein. So, jetzt haben wir 69 Relikte. Ich könnte versuchen, hier hinzukommen. Ich probiere das mal. Und von da aus auf das Goliath-Dings zu landen. Das wäre eigentlich meine einzige Überlegung, wie das funktioniert. Hätte ich noch einen anderen zur Not? Da war noch ein anderer, ne? Ja, da wird jetzt nur angezeigt, aber ich bin mir fast sicher, dass da noch einer war. So, wo ist das Kreuz? Da drüben ist das Kreuz. Das könnte man schaffen. Das. Ich bin mir fast sicher, das ist sogar die Lösung. Ja, ich fliege in die andere Richtung, ne? Ist ein bisschen doof, aber gut, man kann ja einmal um den Berg rumfliegen. Bitte wart kurz mal. Ich markiere das mir mal, wenn ich das finde. Das sollte machbar sein. Goliath-Kreuz. Als britische Missionare im späten 18. Jahrhundert auf Rook Island eintrafen, stellten sie dieses massive Kreuz auf, um die Ankunft von Gottes Wort zu verkünden. Im Zweiten Weltkrieg wurde es zerstört und von den Piraten als Hinrichtungsstätte wieder aufgebaut. Es ist schön, wenn jemand ein religiöses Symbol so wörtlich nimmt. Ja. Bevölkerung? Okay. Was? Okay. Kiste blühen. Fuck, also gut, ich meine, wir haben es geschafft, da hochzukommen. Ich habe ja auch schon halb vermutet, dass man so da hochkommt, aber
Ich bin eigentlich immer noch davon ausgegangen, dass das eigentlich nur dumm ist, weil man könnte ja auch einfach einen Weg hinbauen, aber da habe ich mich wohl geirrt. So. Dann wollen wir noch hier hin. Und ja. Kann ich mir das Ding nochmal schnappen? Nö. Aber, ja, ach so. Ja, da ist der andere. Ja, gut. Frage. Ich lande direkt in einem Baum. Ist das... Okay, das stört nicht. Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung. Ich muss sagen, das ist schon cool hier sowas. Würde ich auch gerne mal in echt machen. Ich glaube, das als Laie kann man das wahrscheinlich nicht. Ah, da ist er ja. Hallo Vögelchen. So, kriegen wir das hin, dass wir jetzt noch Schwungkohl kriegen. Und dann hochziehen. Hochziehen, hochziehen, hoch. Wir klatschen voll gegen den. Ein Ticken höher. Hä? Ernsthaft? Ich brauch dringend Pflanzen. Tiger. Aus. Nee, komm, ich renne da jetzt nicht her. Also ich müsste mir eigentlich noch den holen, aber ich stelle mir gerade noch Medizin her. Okay. Immerhin ein bisschen Frage. Komme ich da hoch? Gibt es da einen Weg hoch? Ja, es könnte sein, dass ich von außen da hochkomme. Weil, wenn es jetzt heißt, Janni, du brauchst einen Pachakleiter und musst von dem Kreuz da und... Hey, aber ohne zu googeln haben wir es trotzdem geschafft. Das ist sehr schön. Ja, hier betet jemand, ne? Hallo? Sauerklee. Sauerklee wird von vielen Kulturen als Brandhemmer benutzt, so auch von Rakyat. Man kann daraus auch eine Salbe gegen Gelenkschmerzen und Quallenstiche anfertigen. Und bevor du auf dumme Ideen zu Hausmittel gegen Quallenstiche kommst, Urin funktioniert nicht. Ebenso wenig wie Sauerkraut gegen Nazis hilft. Es ist wirkungslos und riecht nicht gut. Ja, okay. Ich weiß nicht, dass es Gerüchten geht, dass es auch gerade gegen Nazis hilft, aber gut. So, jetzt hat. Hier haben wir endlich mal nochmal einen Teil geschafft. Da oben ist keins, ne? Ja. Also hier. Also hier. 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 Okay. Da. Dann haben wir hier die Mission. Und. Ja, unser Problemkind da unten halt, klar. Okay, dann gehe ich hier hin, über den Weg da hoch. Also, ne, nur das klar ist, was ich hier vorhabe. Über den Weg da hoch. Dann Schnellreise hier hoch. Das mitnehmen. Wo hast du jetzt das da mitnehmen und dann darüber gehen. Machen wir die Mission. Das klingt nach einem Plan, finde ich. Wenn nicht, dann, wow. Dann klingt es halt nach was anderem. Mhm. Mal wieder ein Relikt, so. Können wir mal wieder was verkaufen. So, gut, dann markieren wir uns den schnell. Also wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, wir gehen jetzt darüber den Weg und dann einfach den Weg entlang, weil die Wege, wenn nicht rein zufällig ein Berg dazwischen ist, wo man dann die Kräuter finden muss, wo man sich dran hochzieht.
Geh mir auf den Sack. So. Ich muss sagen, Ausdauer und so, schon nicht schlecht. Das wäre jetzt bei GTA wäre das jetzt der Fall, ne? Wenn die ganze Zeit so rennen würde, wird dann irgendwann Ausdauer Plus kommen. Also, wo kennt man das? Wie, der Weg geht hier weiter, ohne dass man klettern muss. Na egal. Das ist keine Höhle. Nein. Okay. Aber die Insel ist echt schön. Ganz ehrlich, hier würde ich auch einen verbringen wollen, wenn hier keine diversen Leute wären. Und all das Flugzeug. Besteht die Möglichkeit, dass ich euch nicht töten muss? Nein, so wie es aussieht. Jo, ich will nur Kisten looten. Hau ab. Ich will nur looten. Mehr nicht. Ach, komm, hau ab, komm. Klare Regel, wenn du mich nicht angreifst, erschieße ich dich auch nicht. Wo ist denn das Teil? Im Cockpit oder? Auf der anderen Seite, wenn ich es richtig höre. Ach, ganz versteckt im Gras. So, das nächste, was war das? Eine Spinne oder ein Wildschweinchen? Okay. Ja, dann hatten wir das da. Und wo waren die anderen Relikte? Da oben. Glück gibt es hier keine Beschränkung, wie oft man Schnellreisen verwenden darf. Sonst würde das ja ewig dauern. So, Relikt markiert. Hier ist kein Auftrag mehr. Hätte mich auch gewundert, weil ich meine, wow, was machen wir denn hier sofort? Ich dachte schon, das ist eine Art Crocodile Dundee. Aber anscheinend nicht. So. Oh. Ja. Ist doch bestimmt in der Höhle drin, oder? Ja, natürlich ist es in der Höhle drin. Ach ja. Das könnte sehr unangenehm. Oh, ich heile mich kurz. So. Nicht, dass ich hier jetzt irgendwie zwei Dinger verliere. Und das wäre dann richtig blöd. Oh, gut, das geht auch. So, die Höhle ist da. Na, ich muss hier hoch für die Höhle. Einmal hochziehen. Einmal hochziehen. Einmal hochziehen. Und da sind die schon. Aber wir hätten auch von der anderen Seite reingekommen. Ja, gut. Weiß mal halt nicht genau. Nächstes Relikt. Was ist da hin? Mal raus, okay. So. Nächstes verlegt. Ach, was soll's. Was soll's? Dann müssen wir nicht uns so da durchkämpfen, bis wir hier draußen sind. Ja, ich mach ein paar Minuten länger. Weil ich würde sagen, das ist sonst etwas arg eintönig, wenn es über drei Folgen geht. Wir machen das einfach jetzt gemütlich in zwei Folgen.
dann passt das. Ist das richtig? Ich gucke immer und gucke halt irgendwie doch nicht. Ja, dann links und dann. Also, und dann eine Kreuzung links. Nerv mich nicht, Hunde. So. Da unten. Wie da unten? Komm, gehen wir gleich unten rum. So. Aus. Gut. Mir rennt mal keiner hinterher, das ist auch angenehm. So. Aua. Was? Was? Das waren noch keine 4 Meter. Wo bin ich jetzt? Bestimmt komplett woanders, ne? Naja. Nicht direkt komplett woanders, aber... Ah, hier bin ich, okay. Das ist so... beschissen. Aber hey, immerhin werde ich dadurch dann wieder geheilt. Ohne Spritzen zu verwenden. Ich will euch nicht. Schön vorne laufen. Vorne. Ganz zart. Na super. Okay. So. Und jetzt noch das Relikt. Und dann Hamas. Oder? Hier Hammer, hier Hammer. Da oben sind auch keins mehr. Gott sei Dank. Was eine Sucherei. Gut, wir kommen jetzt am schnellsten hin. Hier runter und dann über die Hauptstraße. Also ich nenne das Ding. Steuerung, ja, leck mich am Arsch. Oh, ich hab nur gehört. Schieß doch! Ah, ja, wow, ich hatte die Shotgun nicht. Alter, Junge, ich hab nur gehört, dreh mich um, seh nicht und dann war halt doch da. Drecksvieh. Weißt du, ich mein. Wir haben schon wieder oh, toll, ich brauche mal wieder grüne Blätter, hey. Oh. So, ist das jetzt klug, ein Auto zu nehmen? Wie man es nimmt. Ob wir schneller sind, weiß ich nicht, aber... Vorsicht. Und jetzt. Oh. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen, ne? Ah ja. Ist ja ums Eck. Kurz mit dem Taxi vorbeigefahren. So. Oh, endlich haben wir das. Also, das waren jetzt. Theoretisch waren das alle Relikte von hier. Ich guck mal sicherheitshalber nochmal, ne? Wir wollen ja nicht, dass wir aus Versehen was übersehen haben. Okay, da habe ich jetzt keins gesehen. Ja, da unten
Ah, ja, hier ist unser Standardproblem. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo einen Paragleiter irgendwas haben, wo wir hinkommen. Sonst noch muss keins. Okay, da scheint es gewesen zu sein. Alles klar, wir sind. Wo sind wir denn? Hier. Ja, weißt du was? Ich mache hier eine Schnellreise hin. Und dann gehen wir dann jetzt in der nächsten Folge. Gehen wir von hier aus dann los zur Mission. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich weiß, die letzten zwei Folgen waren jetzt, also diese Inbegriffen war jetzt nicht so spannend. Aber die nächste machen wir nochmal ein bisschen was von der Mission. Dann wird es wieder spannender. Hoffe ich. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.